Dann will ich doch mal jetzt die Stadt nach Osten verlassen. Und dann mal schauen, was wir da so haben. Während ich mich weiter so rumkreisele. Okay, ich kann mich auch so ein bisschen fortbewegen, ist auch kein Problem. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, ne? So, dann können wir jetzt ein paar Monster kloppen wieder. Vielleicht finden wir auch ein paar Schlüssel, die wir hier in der Stadt einlösen können. Das wäre natürlich großartig. So, guck mal, jetzt haben wir eine Weltkarte sogar. Ist ja herrlich. Okay, die Lichtung, da kommen wir noch nicht weiter, weil da müssen wir kriechen können und klettern können. Das können wir noch nicht. Weihestätte, Schützenpass, Efeutal. Also hier geht es anscheinend mit der Hauptquest weiter. Ich mache mal erstmal Nebenquest, oder? Von daher erstmal zum Schmied gehen, zum Schützenpass. Oder erstmal Jungen suchen. Nee, geh erstmal zum Schmied. Schützenpass. Ganz viele Gegnerchen, die uns auf uns warten. Ach, sehr süß. Na dann, mal schauen. Mit gleichfarbigen Resonanzsteinen. Na, wo kriegen wir die denn jetzt schon wieder her? Oh, war ja. Na, was wolltest du sagen, Fidget? Achso. Nur der Trick mit dem Runterfallen. Achso. Ich dachte was Wichtiges. Do you hear something lapping? What? That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Mit den kleinen Flügelchen, doch klar. Wait, you're right. Look out, we've got company. Oh ja, guck mal. Au. Das war nicht nett, dass er mich schlagt. Ah, fliegende Gegner sind ein bisschen anstrengender, okay. Merke ich mir. Und hier die 200 Drinks ran, ne? Das ist irgendwie doof. Okay, was gehen wir denn? Weiter Angriff hoch? Ja, machen wir Angriff hoch. Angriff kann nie schaden. Habe ich dich übersehen gehabt, du kleiner Gegner? Na, sowas. Ich bin auch sehr unaufmerksam. So, da ist ein Speicherpunkt. Und da ist wieder so eine Frucht. Okay. Damit kriege ich das aber nicht auf, oder? Nein, damit geht das nicht. Okay. Da braucht man also wirklich so irgendwelche komischen blauen Steinchen für. Gut, dann müssen wir die aber irgendwo anders gebrauchen können hier. Logischerweise. Zum Beispiel, damit es in fliegende Gegner rein fliegt. Ja, den Luftkampf muss ich ein bisschen klarkommen erstmal noch. Da habe ich ja gar keine Erfahrung mit. Ein riesiger Korken? Was zum Teufel? Na gut, ein Korken ist halt nicht, aber... Ihr wisst schon, wie ich meine. So, aber jetzt habe ich unten natürlich immer noch... Da brauche ich diese Resonanzsteine für. Oh, das war jetzt unbeabsichtigt. Ja, aber so kann ich die Gegner in der Luft ganz gut besiegen anscheinend. Wenn ich einfach alle nach und nach aus der Luft hole. Das geht ganz gut. Das ist schön. Stirb du. Mann. Aber ich würde mir mal die 200er Treffer-Kombo hinkriegen, aber irgendwie wird das nichts hier. Ey. Es regnet ein Gegner. Oh nein. Das hat mein Wetterbericht aber gar nicht vorausgesagt.
Aber ja, wie hoch das hier wohl geht. Hier gibt es auf jeden Fall keinen Schatz oder sowas. Also gibt es hier nichts zu holen. Das ist schade. Aber man weiß ja nie. Vielleicht gibt es hier doch irgendwas. Oh, diese. Zum Beispiel die gibt es hier. Okay, das ist schön zu wissen. Au, Alter. Aber natürlich müssen die jetzt auch als normale Gegner kommen, ne? Vielleicht in etwas schwächeren Form, aber natürlich auch als normale Gegner. Uncoole Sache, das. War da nichts? Schade. Ich frage mich echt, wo ich diese Resonanzsteine herkriege. Ich muss nur was anderes zum Heilen einsetzen. So, weiter hoch. Oh, Alter. Was? Gekillt? Ernsthaft? Wow. Ja, auch gefallen, dass sie zu viel Schaden gemacht haben. Das ist mir jetzt sehr peinlich irgendwie. Dass ich gegen die gestorben bin. Na gut. Kommt wohl vor, ne? Aber trotzdem, irgendwie. Jetzt hätte ich einen Stein echt dafür verbraucht. Für die Gegner. Es ist ja. Oh, war ja. Ich bin so schlecht. Kommt alle runter, los. Ich kann hochkommen, so ist es nicht, ne? Oh, neue Gegner. So, alle nach und nach fertig. Sehr schön. Ah, läuft doch. Jetzt komme ich ohne Treffer durch. Hm, toll. Und dann verbrate ich mein scheiß Item da gerade eben bei den Gegnern. Ich muss gucken, wo ich lang kann. Ja, natürlich, hier muss ich nach rechts gehen, aber. Oh, guck mal, was du. So, du warst irgendwas harmlos. Okay. Merken wir uns. Du warst auch harmlos. Die auch. Ja, ich habe genug Angriff gefunden inzwischen, glaube ich. Dass die keine Gefahr mehr sind, die normalen da. Oh, was bist du denn? Hallo? Oh. Der Arme. Oh my. You really should have saved first. Ja, ja, ich speichere jetzt. Blooms, deadly creatures. Keep your distance. Das denke ich mir auch. Haltet Abstand. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at them. Okay. Die Blooms also. Ich glaube, mit denen werde ich noch Spaß haben in Zukunft. Eieieiei. Das hätte schief gehen können. Alter. Die Blooms sind gar nicht mal so nett. Ah, Kettenreaktion. Alter. Aber mich trifft nichts, das ist die Hauptsache. Was ist denn hier unten? Da ist nichts, okay. Super schade. Aber ein Händler. I am here to serve. Yeah, hey, danke sehr. Okay, irgendwas Neues im Angebot. Ich will gar Schlüssel kaufen können, ne? Aber irgendwie habe ich dafür nicht ganz genug Geld. Dem kann ich ein Baumwollding verkaufen. Okay, da, bitte sehr, hast du katalogisiert. Aber sonst hat er jetzt gerade nicht so viel, ne? Nee, nichts, was ich anbieten könnte. Your transaction is most appreciated. Thank you. Okay, hier kommen wir also auch nicht weiter. Oh, eine Truhe. Ich habe... Oh, keine... Ich brauche schon drei Schlüssel jetzt inzwischen. Was zum Teufel? Oder waren das drei oder waren es so zwei, die ich jetzt brauche? Ich weiß es gar nicht so genau gerade. Ich brauche auf jeden Fall ein paar. Oh, da war ich fast zu nah dran. Aber nur fast.
oder ich gehe einfach nah genug ran, dass sie explodieren und dann renne ich weg. Das geht natürlich auch. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich lasse sie einfach explodieren. Bom, 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 bom. Ist doch viel einfacher, als das so zu machen. Wesentlich einfacher. Hoppala. Okay. Müssen wir anders machen? So. Oh, guck mal, ein Ringbauplan. Polierter Ring. Aha. Das sieht doch schön aus. Ja, wenn ich den herstellen darf, wäre das super. Ich brauche nur einen Metallschrott dafür. Ist also ziemlich günstig. Alter, wie das abgeht. So, was haben wir hier unten? Ein Schlüssel. Na also, geht doch. Immerhin mal einer. So, muss ich noch wieder hochkommen irgendwie. Ich gehe mal, glaube ich, kurz zurück und hole mal die Truhe da, die da war. Muss echt aufpassen auf die Viecher, ey, ne? Dass man nicht erwischt wird von denen. Au. Die haben mich erwischt. Ich würde gerne mal aufhören zu verbrennen irgendwie, ne? Danke. Ich sollte ein bisschen Futter kaufen, glaube ich. Sonst habe ich gleich keins mehr. Ärgerlich. Okay, was kaufe ich denn? Ich kaufe, wenn schon... Ja, soll ich noch ein paar Nüsse kaufen hier? Moment, ich rechne mal kurz. 60, 40, 160... Okay, es scheint vom Preis her ziemlich gleichgültig zu sein, was ich davon kaufe. Dann kaufe ich mir mal 3 Törtchen. Ich hoffe, man kommt noch an genug Geld, ey. Sonst habe ich irgendwie ein Problem. Weil Geld habe ich irgendwie einen leichten Mangel. Ah, da ich wieder hoch. Danke sehr. Uiuiuiui. Jetzt weiß ich aber auch, warum ich nicht hier reinlaufen sollte in die Viecher. Weil die tun irgendwie ein wenig weh. Ein ganz klein wenig, aber auch nur. Moment, der Schatz ist doch hier. Moment. Wo ist denn der gewesen? Bin ich blind? Ich bin blind, eindeutig. Ach ja, hier hinter war der. So, was haben wir drin? Kraftsalbe. Okay. Plus 30 Angriff. Hey. Cool. Aber ich glaube, sonst nichts Tolles, ne? Ne. Okay, aber 30 Angriff, hallo, das ist eine Menge. Ich habe den Leute einfach mal fast verdoppelt. Na, hochkommen, los. Ich brauche trotzdem aber noch ein paar Schlüssel, ne? Und vor allem brauche ich Geld. Habe ich gerade nicht Geld bekommen? Ich glaube, ein bisschen Geld habe ich bekommen. Aber wenn auch nicht viel. Hoppla. Yikes! Ah, schon wieder. Das passiert aber auch immer wieder, ne? Ich muss den Effekt trotzdem so auslösen. Das ist das Problem gerade. Was ich habe, weil irgendwie muss ich die aktivieren, dass ich sie verletzen kann. Also so eine sichere Variante ist das auch nicht. Leider. Es wäre schön, wenn es sicher wäre, aber es ist es leider auch nicht. Aber man kann nicht alles haben, ne? Dann mache ich es auch lieber so und muss nur rechtzeitig ausweichen. Ach ja. Bei dir zum Beispiel so. Ja, so einzelne sind ja echt kein Problem. Die kriegt man ja ganz gut hin. Ja, natürlich kriege ich so keine hohe Zahl im Kombozähler, aber... sie gehen down. Das ist das Wichtigste. Ich nehme mal so ein bisschen Kuchen. Sonst renne ich hier noch weiter ohne Leben rum.
Muss ja auch nicht sein. Ja, genau. Mach mal alle bumm. Dann kann ich wieder hoch und beruhigt. Ohne dass irgendwas im Weg ist. So, oh, 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 oh. Das sind immerhin alle Geldfallen. Das ist ja schon mal etwas, ne? Ah, da unten irgendwas ist. Ich spring mal kurz runter. Okay, hier war nichts. Dann gehen wir wieder nach rechts. Ja, ich muss gucken, ob irgendwo was ist. Ich will ja nichts verpassen, obwohl. Da haben wir, gibt es keine Secrets in dem Gebiet hier. Ah, okay, dann dürfte wohl nichts mehr sein. Ganz logisch betrachtet. Aber wer interessiert schon Logik? So, auf die Hand. Dich auslösen. Ganz dick hier. Okay, jetzt kriegt ihr euch nach rechts. Was ist denn oben? Da kann ich auch hin. Hier kann ich auch einen Speicher nochmal. Ach ja, ist das nicht schön. Ah, Gott, ey, die machen mich irgendwann noch fertig, die Viecher, ne? Irgendwie doch ein bisschen schlimm mit denen. Die sind anstrengend. Eieieiei. Ah. Das war nicht beabsichtigt. Ich hoffe, man kann sich das denken. Ich brenne die ganze Zeit einfach nur. Ah, da oben kann ich wieder krabbeln, aber ich kann nicht krabbeln. Also da oben kann ich theoretisch krabbeln. Okay, das ist wieder so ein Resonanzsteinteil. Da komme ich auch nicht weiter. Hier muss ich klettern. Das kann ich auch nicht. Alter, wo gehe ich heute lang hier gerade? Ich weiß echt nicht, wo ich hier lang gehe. Ein Rezept für einen Trank habe ich bekommen. Koboldöl. Ach, da habe ich sogar zweimal jetzt. Den kann ich einmal verkaufen. Auf jeden Fall genug Material zusammen. Das ist auch sehr schön. Gibt es hier oben vielleicht irgendwo einen Schlüssel, den ich mitnehmen kann? Das finde ich cool. Ja, da ist auch ein Schlüssel. Eieieiei. Puh. Okay. Kein Problem. Levelaufstieg. Ja, guck mal, ich krieg Level ab fürs Ausweichen. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal nochmal auf Gesundheit gehen. Oder soll ich weiter auf Schaden gehen? Nee, auf Gesundheit. Okay, also hier ist anscheinend nichts mehr. Ich habe alle Secrets eingesammelt in dem Gebiet. Wenn ich der Anzeige Glauben schenken darf.